diesem Video erfährst du alles über die Krautfäule bei Tomaten. Und wir geben dir die ultimativen Tipps, wie du deine Tomaten davor sicher schützen kannst. Die Krautfäule wurde um das Jahr 1840 von Nordamerika nach Europa eingeschleppt. Bei der Krautfäule handelt es sich um einen Pilz. Dieser befällt die Tomatenpflanzen, wenn es feucht ist. Er benötigt dazu eine gewisse Zeit und auch eine gewisse Temperatur. Du siehst die Krautfäule zuerst auf älteren Blättern. Dort erscheinen graugrüne Flecken, die sich braun bis schwarz verfärben. Bei hoher Luftfeuchtigkeit bildet sich auf der Blattunterseite ein grauweißer Pilzrasen. Der Befall breitet sich rasch aus und führt zum Absterben ganzer Blätter. Auch die Stängel werden befallen. So, an dieser Stelle gehen wir mal ein bisschen in die Botanik. Es existieren zwei Empfehlungen von anderen Gärtnern in der Literatur und auch im Internet, die wir anders sehen. In der Beschreibung dieses Videos haben wir die wissenschaftlichen Studien natürlich dazu verlinkt. Stäbe und Bänder, die mit Krautfäule in Berührung kamen, müssen nicht desinfiziert werden. Die befallenen Blätter, die du ausknipst, darfst du gerne kompostieren. Auch befallene Pflanzen, die komplett Schaden erleiden, dürfen auch gerne kompostiert werden. Und warum ist das so? Nun, die Krautfäule-Pilzsporen können nur auf lebendem Pflanzenmaterial überleben. Der Pilz überwintert hauptsächlich auf befallenen Kartoffelknollen. Gibt es also Sorten, die gegen Krautfäule resistent sind? Ein paar Wildtomaten vielleicht, aber die haben dafür winzig kleine Früchte. An diesem Problem arbeiten Forscher weltweit schon jahrzehntelang. Eine echte krautfäule-resistente Tomatensorte wäre eine Sensation. Und fast alle Tomatentüten, die den Aufdruck Freilandtomate haben, sind nicht für das freie Land geeignet. Hier ein tolles Beispiel mit einer krautfäule-toleranten Wildtomate. Wir haben für euch die gelbe Dattelwein mal ins Gewächshaus gepflanzt, an eine sonnige Wand gepflanzt und ins Freiland gesetzt. Die Freiland-Dattelwein hatte 20 Tomaten je Rispe. Die Dattelwein an der Wand hatte ca. 100 Tomaten je Rispe. Und die Dattelwein im Gewächshaus hatte fast 200 Tomaten an jeder Rispe. Wir haben bei den Tomaten hauptsächlich drei verschiedene Arten dieser Pilze. Die stellen wir euch einmal vor. Da ist zum ersten die Krautfäule, bei der haben die Früchte eingesunkene, harte Flecken, die tief ins Fruchtfleisch gehen. Dann gibt es die Frucht- und Stängelfäule, die erkennen wir bei den Tomaten an den eingesunkenen, schwarzen Flecken direkt am Fruchtstielansatz. Dann gibt es noch die Dürrfleckenkrankheit und dort beginnen die Früchte meist im Kelchbereich zu faulen. Das Schöne an diesen drei Pilzen ist, sie haben ähnliche Eigenschaften. Da schauen wir uns einfach nur die Krautfäule an, denn wenn wir die verhindern, dann werden die anderen Pilze auch nicht auftreten. Ja, und das ist auch genau der Punkt. Verhindern. Wir müssen die Krankheiten nicht bekämpfen, wir müssen sie verhindern. Oder hinauszögern. Vergiss alle Hausmittel, die du spritzen kannst. Vergiss alle Chemikalien, die du drauf sprühst. Das geht einfacher. Und warum nicht spritzen? Ganz einfach. Die Pilze verbreiten sich durch den Wind. Und kommen immer wieder. Du musst also immer wieder spritzen. Die Krautfäule auf deinen Früchten ist nicht giftig. Du kannst sie aber trotzdem nicht essen, weil sie einfach nicht mehr schmecken. Hier also nun die vier ultimativen Tipps, wie du keine Angst vor Krautfäule bei deinen Tomaten haben musst. Kommen wir nun zum ersten Tipp. Kräftige Pflanzen werden nicht krank. Oder sie werden weniger krank. Hier ist ein tolles Beispiel. Diese Pflanze ist befallen. Wir sehen das deutlich an den Blättern und am Stamm.
Es ist aber eine kräftige Pflanze und sie hat sich erholt. Hier oben sehen wir gesunde Blätter und tolle Früchte. Und hier eine schwache Pflanze, die stark befallen ist, die wird sich wohl nicht mehr erholen. So eine Tomatenpflanze solltest du aber schon früher entfernen. Wir haben sie einfach mal zur Anschau für euch im Gewächshaus stehen gelassen. Kräftige Pflanzen bekommst du, indem du regelmäßig gießt und regelmäßig düngst. Tipp 2. Gieße vorsichtig. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört. Kein Wasser auf die Blätter. Ihr sollt aber auch nicht den ganzen Boden nass machen. Das erhöht die Luftfeuchtigkeit. Ist auch nicht so gut. Eine gute Lösung ist ein Topf schräg eingesetzt neben der Pflanze. Bitte nicht ebenerdig einsetzen, sonst purzeln da die Laufkäfer rein. Laufkäfer sind Nützlinge. Tomaten werden übrigens morgens gegossen. Bei Topftomaten gilt, gieße langsam und vorsichtig. Tipp 3. Pflege deine Tomaten. Entferne möglichst früh die unteren Blätter. Die meisten Pilzsporen sind auf dem Boden. Entferne kranke und alte Blätter. Geize bei Stabtomaten die Seitentriebe aus. Ganz besonders dann, wenn die Tomaten dicht beieinander stehen. Durch diese Pflegemaßnahmen kann die Luft besser zirkulieren. Somit trocknet die Pflanze besser ab. Und trockene Pflanzen sind gesunde Pflanzen. Tipp 4. Der richtige Standort. Ist deine Tomate im Topf, dann such dir den sonnigen Platz auf deiner Terrasse oder den sonnigen Platz von deinem Balkon aus. Da stehen sie perfekt. Auch perfekt ist eine sonnige Schuppen- oder Hauswand. Quetsche sie bitte nicht in eine windgeschützte Ecke. Sie brauchen ein wenig Luft, damit die Blätter schnell wieder abtrocknen können, falls sie mal nass geworden sind. Hast du deine Tomaten in einem Zelt, in einem Tunnel oder in einem Gewächshaus stehen, gibt es folgende Punkte zu beachten. Nicht in die Ecken pflanzen. Die Tomaten mögen es gerne luftig. In den Monaten Juli, August, September müssen alle Türen und Fenster auch nachts offen sein. Das ist ganz wichtig. Damit hältst du die Luftfeuchtigkeit niedrig. Mit diesen einfachen Tipps brauchst du keine Angst vor der Krautfäule haben. Die Krautfäule bei Tomaten tritt übrigens erst ab Juli auf, nach der Frühkartoffelernte. Daher halte deine Kartoffeln fern von den Tomaten. Ihr seht schon, es ist weder schwer, die Tomaten pilzfrei zu halten, noch kostet es viel. Vielen Dank, euer Kleberhof-Team.